Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es ein Video, worauf der ein oder andere vielleicht gewartet hat. Und zwar habt ihr es vielleicht mitbekommen. Wer es nicht mitbekommen hat, schäm dich. Ich habe letzte Woche ein Live-Shopping-Video hochgeladen. Wenn ich euch jetzt einmal ein, könnt ihr gerne noch abchecken. Da war ich zusammen mit euch ein bisschen shoppen, habe ein bisschen durch die Brands gestöbert, habe ein paar Sachen bestellt. Und die Sachen, die ich bestellt habe, die sind genau jetzt alle angekommen. Das heißt, wir packen das Ganze heute zusammen aus. Ich habe es eigentlich schon ausgepackt. No, God! Was soll ich euch sagen? Die Pakete waren schon da, ich musste warten, ich hab's aber nicht geschafft. Naja, ist ja auch egal, ich denke, dass es halb so wild, dass es heute kein Live-Unboxing gibt. Trotzdem werdet ihr in diesem Video alle Produkte sehen, die ich bestellt habe. Und ich leg jetzt los. Ansonsten könnt ihr noch wie immer sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne einen Kommentar schreiben, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Wir legen jetzt los mit dem Video. Viel Spaß, let's go! Ich denke, wir starten mit den Least Interesting Pieces, um so ein bisschen die Spannung aufzuhalten. Ihr habt zum Video mitbekommen, ich habe was bei Nike bestellt. Und zwar gehe ich seit Anfang des Jahres immer regelmäßig joggen, brauchte ein paar Utensilien, brauchte ein bisschen Kleidung dafür. Und da war ich ein bisschen shoppen. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr so genau, was ich für die Sachen bezahlt habe. Aber es gab auf jeden Fall so eine Aktion, wo man 25% bekommen hat, wenn man zwei Sachen im Warenkorb hatte. Das heißt, auf die beiden Sachen kamen nochmal 25%. Habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Und mir unter anderem dieses wunderschöne... Ne, ich habe mir dieses Longsleeve bestellt, beziehungsweise Langarm-Shirt, Half-Zip, wie auch immer. Denn aufgrund dessen, dass es im Januar, Februar, März auch noch relativ kalt ist und man jetzt nicht so gerne mit einem Shirt einfach draußen rumläuft, war ich eben auf der Suche nach so einem Langarm-Shirt. Finde ich sehr, sehr nice. Bin ich schon mit gelaufen, ist ein super Ding. Passt alles perfekt. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt juckt, aber ich blende euch trotzdem einfach ein Fit-Video ein. Bekommt ihr jetzt. Ich trage eine Size, lasst mich kurz gucken. M, bin 1,82, ihr wisst das Ganze, so sieht es angezogen aus, ist halt ein sportliches Langarm-Laufshirt, wie auch immer. Und ich meine, ich habe irgendwie 32, 33 Euro dafür gezahlt mit dem Rabatt, geht vollkommen klar und gefällt mir. Und als zweites habe ich mir dieses ganz normale schwarze Sportshirt bestellt, kleines, simples Gucci auf der Brust. Das war's. Komplett plain, glaube ich, mit dem Rabatt gekostet. 20 Euro, 18 Euro, irgendwie so. Keine Ahnung, was ich dazu jetzt sagen soll. Ist halt ein Laufshirt, beziehungsweise einfach ein ganz normales Sportshirt. Kann man auch zum Fußballtraining tragen oder was auch immer. Habe ich auch schon getragen. Erfüllt seinen Zweck. Fit-Video blende ich euch jetzt einmal ein. Ich trage hier eine Size M, auch bei 1,82. Fittet, wie ein Sportshirt fitten muss. Ist relativ dünn, man schwitzt nicht so viel. Ja, Schweiß hat leider keinen cropped, boxy, was auch immer fit. Tut mir leid, aber ich verlinke euch die beiden Sachen auch mal in der Beschreibung, falls irgendwer auch daran interessiert ist, könnt ihr gerne abchecken, Link dazu in der Beschreibung. Als nächstes, was glaube ich auch nicht ganz so interessant ist, haben wir diese The North Face Fleecejacke, die ich mir fürs Skifahren bestellt habe. Das war auch ein sehr krasses Angebot, ich meine, ich habe irgendwie gezahlt 61 Euro anstatt irgendwie 85, 90 Euro, die war nämlich auch im Sale. Ist eine ganz normale The North Face Fleecejacke in schwarz, in einer Size L, ich glaube jeder kennt die. Und die habe ich jetzt auch eben nicht bestellt, um die irgendwie draußen zu polen mit irgendwelchen krassen Fits, was du natürlich auch machen kannst. Aber ich habe mir die Fleecejacke halt eben hauptsächlich zum Skifahren bestellt, weil ich eine relativ dünne Skijacke habe und dann brauche ich was von unten drunter. Das ist perfekt, habe ich schon getragen, hat super funktioniert, mir war schön warm beim Skifahren, die hatte ich immer unter meiner Jacke. Hat deinen Zweck erfüllt und das ist auch ein super Ding. Und keine Sorge, ich weiß, ihr könnt nicht mehr warten. Auch dafür bekommt ihr jetzt ein Fit-Video eingeblendet. Ich trage eine Size L, 1,82. Fittet ein bisschen länger. Ich hätte auch eine M nehmen können, aber zum Skifahren war mir das ein bisschen lieber, dass sie ein bisschen länger ist. Gefällt mir super, fittet perfekt. Halt eben fürs Skifahren. Ich glaube jetzt so für den Alltag wäre es nicht ganz so mein Fit, aber ein relativ cleanes Ding. Für 60 Euro macht man doch nichts falsch. Könnt ihr sehr gerne abchecken. Link dazu hau ich auch mal in die Beschreibung rein, falls ihr irgendwie auch Interesse an so einer Jacke habt. Checkt das sehr, sehr gerne ab. Und das wäre es dazu. Machen wir weiter mit der Weekday Astro, die ich bestellt habe. Da habe ich auch 20% drauf bekommen. Also irgendwie habe ich hier überall Rabatt bekommen. Ich weiß auch nicht mehr ganz, was ich hierfür gezahlt habe. Ich meine irgendwie so 40 Euro, 42 Euro, irgendwie so. Ich habe die auch tatsächlich noch nicht anprobiert. Deswegen können wir es gleich live hier zusammen machen. Aber was mir direkt aufgefallen ist, mir gefällt die Farbe irgendwie nicht ganz so krass. Ich habe manchmal so im Kopf, wie das Website-Bild aussah. Aber ich hatte es auf der Website irgendwie ein bisschen anders im Kopf. Ich blende euch jetzt einmal hier das Website-Bild ein. Hier seht ihr die Hose. Könnt ihr mir gerne sagen, ob das der Farbe nahe kommt oder nicht. Ich habe mir eine 31, 32 bestellt. Ich glaube, ich hatte sogar schon mal eine Astro. Nee, ich hatte eine Galaxy oder so irgendwann mal. Also es kann sein, dass das meine allererste Astro-Denim ist, deswegen weiß ich gerade gar nicht so genau, wie er fit ist. Noch nicht anprobiert. Quali ist okay, halt eben klassisch für Weekday. Passt eigentlich alles, vor allem für 40 Euro macht man da an sich nichts falsch. Ich hoffe, die passt mir auch, aber 31, 32 ist eigentlich meine Länge und Weite. Sollte, denke ich, hinhauen. Und dann würde ich sagen, labern wir nicht lange, ziehen das Teil an und checken mal ab, wie der fit ist. Let's go. Okay, ich muss sagen, angezogen kommt die Waschung auf jeden Fall cooler als in der Hand, muss ich ehrlich sagen. Sieht doch eigentlich relativ nice aus. Die passt auch perfekt. Ich müsste jetzt auch keinen Gürtel tragen. Die sitzt super, auch von der Länge relativ breit geschnitten, beziehungsweise eher halt straight. Und bevor ich hier so viel habe, bekommt ihr jetzt ein Fit-Video eingeblendet. Size 31, 32. Ich wiege ca. 78 Kilo irgendwie so. 1,82, wisst ihr selbst. Und das ist der Fit. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ist eigentlich relativ geil, vor allem für den Preis von 40 Euro. Kommt ihr extrem nice und kann man auf jeden Fall mal abchecken, beziehungsweise sich mal gönnen. Wobei gesagt sein muss, die kostet, glaube ich, regular 60 Euro, aber ich habe halt 20% bekommen wegen Studentenrabatt. Das
Ist das einzige Gute an Studenten sein? Naja, das wär's dazu. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich muss mal schauen, ob ich die behalte oder nicht. Ich muss halt mit meinen anderen Hosen vergleichen, ob die so Sinn macht, weil ich habe mir die Waschung halt ein bisschen anders vorgestellt. Aber an sich auf jeden Fall eine sehr coole Hose. Wo wir gerade bei Hosen sind, können wir auch direkt dort weitermachen. Und zwar habe ich mir eine sehr, sehr besondere Hose geholt. Okay, was heißt sehr besondere Hose? Eigentlich habe ich nur eine viel zu überteuerte Jogginghose gekauft. Und zwar ist die Rede von der Nike X Stussy Jogger in Grau, wo ich tatsächlich ein Angebot bei StockX abgegeben habe im Shopping-Stream. Das war relativ niedrig sogar. Also es war eigentlich so ein Lowball-Angebot. Es wurde dann angenommen nach circa 2 Tagen. Die Hose ist jetzt hier und ich habe sie bekommen. Also ich meine, ich habe für die Hose jetzt circa 110 Euro gezahlt, inklusive Versand und so weiter. Ist dafür auf jeden Fall okay, trotzdem viel zu teuer. Ich denke, die meisten sollten die Jogginghose kennen. Ganz klassische graue Jogger mit dem kleinen Stitching hier, wo einmal Stussy und Nike steht. Was ich aber sagen muss, die ist erstens von der Qualität unfassbar gut. Und was ich auch sehr cool finde, ist, dass sie hier nochmal so Zip hat an den Taschen, wo man dann das Ganze zumachen kann. Haben auch nicht so viele Jogginghosen. Die ist auch relativ heavy, also wirklich von der Qualität sehr, sehr gut. Einziges Problem ist, die ist mir, glaube ich, ein bisschen zu groß. Ich habe mir hier eine Size L bestellt. Ich zeige euch gleich mal ein Fit-Video. Aber ich glaube, die ist mir ein bisschen zu groß. Und ich müsste wahrscheinlich eher eine Size M nehmen. Ich war ja auch ein bisschen kritisch gegenüber der Hose. Wegen diesem Gummibund unten. Weil ich mag es eigentlich mehr, wenn das so Open-Leg-Jogger sind. Aber ich muss sagen, ich finde, der Gummibund kommt ja eigentlich gar nicht so schlimm. Also dadurch, dass die Hose relativ breit trotzdem geschnitten ist, stackt das eigentlich trotzdem ganz cool unten auf dem Schuh. Ändert aber nichts daran, dass mir die Hose, glaube ich, einfach viel zu groß ist und ich eine Size M brauche. Aber ich lade euch einmal jetzt ein Fit-Video ein. Könnt ihr es gerne mal beurteilen. Das ist die Hose Size L. Schreibt gerne in die Kommentare, ob sie mir passt oder ob ich eine Size M brauche. Wenn ich eine Size M brauche, dann kann ich die hier gerne verkaufen. Aber Stand jetzt, muss ich mal ein bisschen überlegen. Ich habe mich jetzt noch nicht entschieden, aber ich denke, es wird wahrscheinlich eher auf die Size M hinauslaufen. Und das wär's dazu. Ganz clean graue Nike Stussy Jogger. Ich will auch eigentlich noch den Zip-Pulli davon haben, damit ich so ein Set habe. Ansonsten wäre das, denke ich, dazu. Ich habe gerne noch mal in die Kommentare und weiter geht's. Zu guter Letzt haben wir die Zara-Bestellung, die so mein persönliches Highlight des Shopping-Streams war, weil ich fand, es waren eigentlich ganz coole Sachen auf der Website. Wir starten mit diesem Spray-Sweater. Ich stelle euch einmal jetzt das Website-Bild ein. Ich fand, auf der Website sah der unfassbar krass aus. Jetzt ist er hier. Ich habe mir einmal eine Size M und einmal eine Size L bestellt, weil ich nicht wusste, welche Größe mir passt. Ich habe schon anprobiert und mir passt auf jeden Fall die L besser als die M. Deswegen kann ich die M auch einmal sofort weghängen. Also erstmal ganz kurz zum Sweater. Es ist eigentlich ein ganz normaler weißer Knit. Ne? Man kann es ja auch, glaube ich, von innen sehen. Der ist eigentlich komplett weiß. Aber der wurde halt dann eben von außen komplett besprayed. Ist dasselbe Prinzip wie bei diesem Color Zipper, den ich unter anderem auch habe. Das ist ja auch eigentlich ein weißer Zip-Hoodie, der dann eben auch braun besprayed wurde. Das Coole daran ist, ich glaube, man kann es auch erkennen, der wurde nicht ganz normal komplett schwarz gesprayed, sondern wir haben auch eben so ein paar braune Akzente, hier noch ein paar weiße Akzente, die durchschimmern. Und der hat halt so eine dreckige, rostige, verranzte Optik. Ich glaube, ihr checkt, was ich meine. Hier nochmal ein Close-Up. Ich denke, man kann es aber ganz gut erkennen. Überall haben wir halt diese braunen Flecken. Der ist auch nicht schwarz, sondern eher grau, würde ich sagen. Ist so ein Grau. Vor allem mit dem Kragen hier ist dann nochmal dieses Weiß durchschimmert. Finde ich, kommt schon extrem cool. Ach ja, hier ist ja auch noch das Tag dran. Der hat gekostet, ich sehe es jetzt, 45 Euro. Das ist der Preis, 45 Euro. Auf jeden Fall von der Optik ein ganz cooles Ding. Qualität ist okay, ist jetzt nicht unfassbar dick, ist relativ dünn, aber ist jetzt auch nicht todisch schlecht verarbeitet, so geht auf jeden Fall klar. Aber ich muss euch sagen, angezogen haut der mich irgendwie nicht so krank um, deswegen bin ich auch nicht sicher, ob ich den behalte oder doch zurückschicke. Aber ich stelle euch einmal jetzt ein Fit-Video ein. Könnt ihr sehen, Size L. So sieht's aus, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ist an sich ein cooles Ding, auch coole Machart, aber haut mich dann irgendwie angezogen doch nicht so krank vom Hocker. Also es kann sein, dass die beide zurückgehen, dass ich den nicht behalte. Ich weiß gerade noch nicht, muss ich dann mal schauen. Aber dass ihr Bescheid wisst, das wär's zum Sweater. Und zu guter Letzt haben wir diese Lederjacke von Zara. Blende ich euch einmal jetzt das Produktbild ein. Fand ich auch, sah auf der Website extrem, extrem nice aus. Die hat halt so eine Vintage-Optik, relativ verwaschen. So die ganzen Nähte hier, überall wird es ein bisschen verblasst. Hier steht auch Washed-Effekt. Ich habe für die gezahlt. Steht hier, 70 Euro hat die gekostet. Ich habe eine Size L und so sieht das gute Stück aus. Ich muss sagen, von der Qualität war ich sehr überrascht. Die fühlt sich echt gut an. Auch relativ dick, schön verarbeitet. Hätte ich echt nicht gedacht. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Aber so rein von der Optik kommt die schon extrem, extrem cool. Vor allem für den Preis von 70 Euro. Kann man eigentlich nicht meckern, finde ich. Das Ding ist nur, ich bin noch ein bisschen unsicher wegen dem Fit. Weil der ist halt relativ regular geschnitten. Jetzt nicht irgendwie mega breit, ein bisschen Kopf. Der ist halt ganz normal regular geschnitten, so ein bisschen slimmer. Ich muss aber sagen, ich finde den Fit auch nice. Es muss nicht immer dieses cropped, boxy, oversized, dies, das. Ich finde auch so einen slimmeren Fit mal sehr interessant und sehr cool. Und ich finde auch vor allem mit so einem Fit kannst du sehr, sehr geile Outfits machen. Wenn es untenrum dann so ein bisschen breiter wird, obenrum ein bisschen slimmer, kann das schon relativ cool kommen. Ich ziehe die Jacke jetzt einmal für euch an. Dann bekommt ihr noch ein Fit-Video. Aber so sieht sie jetzt gerade getragen an mir aus in einer Size L. Fit-Video bekommt ihr jetzt einmal eingeblendet. So sieht es dann komplett aus. Ihr könnt sehen, relativ normal geschnitten bzw. slim geschnitten.
Ganz normale Länge, ganz normale Breite, sage ich mal, beziehungsweise, ja, Länge. Die Ärmel sind nicht zu lang geschnitten, aber auch nicht zu kurz. Die sind, finde ich, von der Länge eigentlich perfekt. Ganz normal, wie es eigentlich sein sollte. Und das wär's zur Jacke. Schreibt sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob ihr sagt, ey Jan, der Fit ist cool, oder ob ihr sagt, Jan, lass mal lieber. Und das wär's dann tatsächlich mit allen Pickups aus dem Shopping-Stream, beziehungsweise eigentlich fehlt noch ein bisschen was, aber dazu mache ich dann ein extra Video, habe ich schon gesagt gehabt. War jetzt keine unfassbar kranke Ausbeute und irgendwie ein 2000 Euro XXL-Unboxing, aber ich bin trotzdem ganz coole Dinger dabei gewesen, vielleicht die Inspo für den einen oder anderen. Ich versuche euch natürlich alle Links zu den Pieces, die es noch online gibt, in die Beschreibung zu packen, deswegen checkt das sehr, sehr gerne ab und ansonsten wäre es das dazu. Ansonsten lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen netten Kommentar, schreibt gerne eure Meinung vor allem in die Kommentare, ich bin sehr, sehr gespannt, lest mir alles durch und das wär's dann mit meinen Pickups. Und dann auch mit dem Video. Das wär's von mir. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Checkt auch gerne Twitch ab. Ich bin jetzt wieder aktiv bei Twitch. @janixtb. Gerne, gerne vorbeischauen, in die Streams kommen. Und das wär's. Macht's gut. Haut rein. Wir sehen uns. Und tschüss.